Ja, schön, dass ihr es geschafft habt zu dieser sommerlichen Sendung. Wir beginnen immer mit einem Spiel, wo wir die Geheimnisse lüften über unsere Gäste. Oh ja. Und wir fangen das damit an, dass wir Daniel fragen, zu den künstlerischen Höhepunkten in der Karriere von Judith Holofernes zählen A, das Urmel aus dem Eis beim Theaterstück Urmel aus dem Eis der Vigilius Grundschule Freiburg. Sie ist Pokerface, du kannst nichts erkennen. B, die Maria Magdalena im Musical Jesus Christ Superstar. C, die Furie mit Axt bei der Live-Performance Ich hasse Musik der Gruppe Knorkator. A? Das Urmel aus dem Eis. Habe ich mir schön ausgedacht. Ja, sehr schön. Ist aber nicht Nein. richtig, sondern, Judith, was ist richtig? Also es ist irreführend. Ich habe tatsächlich mal das Lied gesungen, der Maria Magdalena aus Jesus Christ Superstar, allerdings in einem Musical-Workshop, in den ich mich verirrt hatte. Ich habe mal einen 6-wöchigen Musical-Workshop gemacht in Liverpool am Liverpool Institute for Performing Arts und da musste man dann vor lauter Leuten, die das sehr ernst gemeint haben mit dem Musical und auch gut konnten, ja, im Gegensatz zu gewissen Teilnehmerinnen, ja, die irgendwie da auch mal hin wollten, musste man auf so einem ganz hohen Stuhl, so einem Demütigungsschemelchen, ja, wo man die Füße nicht auf den Boden kriegt, sein Lied vorsingen vor allen. Und ich habe I don't know how to love him gesungen. Ich finde es ja sehr schade. Gibt es da vielleicht irgendwelche visuellen Zeugnisse davon? Oh nein, 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 nein. Okay, wir werden das heute gar nicht so sehr vertiefen. Ach. Aber wir werden jetzt dich fragen, liebe Judith. Ich werde jetzt drei weitere Stories erzählen. Du musst erzählen, was davon gelogen ist. Also, Daniel Stoyanov verzaubert die Massen als A, oben ohne Gitarrist bei Romeo und Julia, B, falscher Cellist beim Grand Prix Eurovision, C, Clubmeister des Automobilclubs Tuttlingen im Kartfahren der bis 14-Jährigen. Ha, was würde ich am liebsten sehen? Na? Du bist befangen. A ist richtig. Yeah. Sehr gut. Schade, dass B und C nicht richtig sind. Schade, sehr schade. Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, da was sehr Realistisches. So als Kartfahrer oder so. Ja, ich sehe dich aber auch so ein bisschen, so mit so einer Sonnenbrille. Ja. Und so. Sag mal, warum Gitarre, warum oben ohne? Das war Wunsch des Regisseurs. Hat sich seine schmutzigen Wünsche erfüllt. Ja, und das war gar nicht mal so lange her, vor 4-5 Jahren. Und es war in einem kleinen Theater in Schwetzing und ich war beim Volio. Und irgendwie hat er mitbekommen, dass ich Musik mache. Und dann wollte er auch, dass ich oben ohne das spiele, immer wieder. Und es war alles ausverkauft? Jede Vorstellung. Ich hab's gemacht. Ich meine, hab danach viele Mädels kennengelernt. So wird's gemacht.